Was man ja sagen muss, dass diese ganze Saison 2010, 2011 komplett vogelwild war. Also es war von Anfang an ein krasses Aufstiegsrennen. Und irgendwie hat es die Mannschaft, ich weiß auch nicht, in dem Jahr, die haben es hingekriegt, von so einem Spirit zu entwickeln und einen Zusammenhalt zu entwickeln. Da hat einer für den anderen gefightet und irgendwann kamen die einfach in Flow. Das war unglaublich. Uwe Hesse, Tor! Ja, wie hat er das denn gemacht? Kommt alle mit mich feiern! Ich glaube, am Anfang waren auch kaum Zuschauer da und dann mit jedem Spiel wurden es mehr Zuschauer und das hat uns natürlich auch weiter nach vorne gepusht. Und das war, denke ich, auch alles so, hat alles einfach gepasst in der Saison. Und jetzt ist Feierabend! Ich weiß noch, dass wir damals nie damit gerechnet hätten, überhaupt mal jemals Dritte Liga zu spielen. Das war damals das höchste der Gefühle und ich weiß noch, wir hätten da sofort alles unterschrieben, wenn wir jeweils immer nur Dritte Liga gespielt hätten. Das war ich das erste Mal beim Ligaspiel da gewesen. Wir haben eigentlich immer nur in der Oberliga und der Regionalliga gespielt. Auch in den Jahren vor dem Aufstieg kann man das relativ gut sagen. Wir waren eine graue Maus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben jedes Jahr einfach gegen den Abstieg in der Regionalliga gespielt. Wir waren zufrieden, weil nach 30 Spieltagen der Klassenerhalt klar war und wir irgendwann dann im gesicherten Mittelfeld gelandet sind. Irgendwo Platz 10, 11, 12. Das war für uns eine ganz normale Sache. Das war mehr oder weniger eigentlich immer hoffnungslos. Also man hatte so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es mit dem Verein nochmal wirklich nach oben geht, dass wir nochmal Profifußball spielen können und dass man wirklich nochmal sportlich Erfolg haben kann. Also man hatte auch, glaube ich, gerade so aus Fansicht die letzten Jahre irgendwie immer so die entscheidenden Dinger verpasst gehabt. Es ging da, glaube ich, auch mal um die eingleisige dritte Liga. Da musste man in der Regionalliga Süd damals, ich glaube, mindestens Zehnter werden. Das wurde dann verpasst. Also man hat immer so das Gefühl gehabt, so Darmstadt hat alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, was irgendwie schlecht läuft. Uns nochmal so ein bisschen klarzustellen, wie so eine Saison bei uns immer angefangen hat. Also auch diese. Ne? Es war meistens ein schöner Freitagabend im August gewesen und haben uns einfach mega gefreut und haben uns geschworen, dieses Jahr wird alles besser. Und am Ende hat da unten Ralf Hermanutz, der Keeper von Pfullendorf, so ein durchschnittlicher Regionalliga-Keeper, Weltklasse gehalten, alles rausgefischt, was nur ging. Und wir standen da und haben gegen Pfullendorf verloren. Dann hast du dich angeguckt nach 90 Minuten im Abend und hast gewusst, jawohl, das wird eine Saison wie die ganze Zeit. Selbe Scheiße geht genauso weiter. Ja, es war eine durchwachsene Saison, der wir immer zwar oben dran waren, aber dann doch in wichtigen Spielen oft Punkte haben liegen lassen. Kassel war dann doch ein bisschen weiter weg. Ja, die Ausgangssituation, dass man so über Aufstieg gesprochen hat, der tatsächlich erst in der Winterpause angefangen, als klar war, dass man da die eine oder andere Insolvenz hat. Wir punktetechnisch ein bisschen näher ranrücken, weil wir genau glücklicherweise gegen die Mannschaften in der Hinrunde schlecht aussahen. Das hat uns in die Karten gespielt und hat uns dann nochmal ein paar Plätze nach vorne oder richtig ranschnuppern lassen oben. Und dann haben wir schon so ein bisschen unsere Chance gesehen. Wurde dann im Winter, wurde der Kader auch nochmal verstärkt. Also da kamen nochmal drei Neuzugänge, also auch Erfahrene. Und dadurch ist so eine Dynamik in der Saison auch entstanden. Und ja, auch der Trainer hat halt dem Umfeld einfach in dem Moment vermittelt, dass wir das schaffen können zusammen. Dass wir keine schlechte Mannschaft auf dem Platz haben. Und ich glaube, er hat das denen und dem Umfeld halt gut vermittelt. Und dann wurde das ab der Rückrunde auch halt einfach deutlich sichtbar. Das Trainerteam mit Costa als Vorläufer, der hat natürlich da alles gegeben, hat jede freie Sekunde mit uns verbracht und wir haben es genossen und der Erfolg hat uns letztendlich auch dann recht gegeben. Und daraufhin sind wir nochmal rangekommen und hatten dann noch das Spiel gegen Kassel und wussten auch genau, in dem Spiel geht es um die ganze Saison, in dem Spiel geht es um alles und wenn wir gewinnen, können wir nochmal oben angreifen, können wir um den Aufstieg mitspielen. Sollten wir verlieren, war es das in der Saison. Hessen-Kassel, das war eigentlich so der große Widersacher damals, rein sportlich gesehen und eben auch aus Nordhessen. Die hatten eine Fanbase dabei, die sind hier mit Gästefans erschienen. Wir sind mit über 1000 Leuten jeweils hoch nach Kassel gefahren und ja, da war im Stadion was los, da war die Stimmung gut. Und dadurch ist diese Rivalität eigentlich entstanden.
Und die Rivalität zwischen Darmstadt und Kassel, die ist uralt. Ich kenne sie seit den 70er Jahren. Schon da gab es Duelle gegen die und es war immer auch Südhessen gegen Nordhessen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber für uns war das ein Jahreshighlight, wenn wir in Kassel gespielt haben und 800 oder 1000 Mann nach Kassel gefahren sind. Das war das Spiel des Jahres gewesen. Da hat man das Wort, hat mich geblockt, da hat man sich drauf gefreut, da ist man hingefahren. Die Derbys waren immer was Besonderes für uns Spieler. Das war für uns damals in unserer Liga das größte Derby. Da gab es immer ein bisschen hin und her. Du hast schon die Woche davor hast du gemerkt, die Fans haben was vorbereitet. Da haben wir, auch wir Fans, einfach alles rausgehauen und alles gegeben, sowohl auswärts als auch daheim. Und sportlich war es natürlich, Kassel war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Erster gewesen. Und da war eigentlich ziemlich klar, wenn wir da verlieren, dann war es das. Dann brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr weiter oben Gedanken machen. In der zentralen Defensive des SV Darmstadt 98 und das war weniger gut. Der Fehler und die Gelegenheit für Kassel, Schussgelegenheit und da ist das Tor! Dritte Spielminute! Die Gäste gehen in Führung und Andreas Meyer macht's! Mal war er schon im Fußball-Oberhaus an der Pfeife. Jetzt schauen wir wieder auf den KSV mit der nächsten Gelegenheit und mit dem Tor! Was ist denn hier los? 2:0 Hessen-Kassel und René Ox macht ihn rein. War aber auch klar, dass wenn wir das Ding zu Hause verlieren, dann ist Kassel mehr oder weniger enteilt. Dann sind es, glaube ich, 9 Punkte und das werden wir in den verbleibenden Spielen eben nicht mehr aufholen können. Und ich habe den Spielverlauf auch noch ganz gut vor Augen. Erstes schnelle Gegentor 0-1, zweites schnelles Gegentor 0-2 und da war eigentlich... haben viele schon gedacht, das war's jetzt. Dann war, glaube ich, eine rote Karte für Hessen-Kassel. Enrico Gede, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mir dann irgendwann mal ein Trikot gekauft, weil ich gesagt habe, der Typ, der war der Wendepunkt, weil der eine rote Karte gekriegt hat. Ich weiß, die Ansprache in der Halbzeit weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß, dass es lauter geworden ist, dass wir uns da so ein bisschen an der Ehre gepackt gefühlt haben und uns auch ja, im Spielertunnel unter der Tribüne als ohne Trainer auch nochmal als Spieler mehr gepusht haben. Und dann einfach gesagt haben, steht 0-2, aber wir wissen, dass wir das einfach packen können und dass wir das Spiel drehen können. Wir sind hier daheim, wir haben einen Lauf gehabt und ja, so war es ja dann zum Glück auch. Und da ist er drin. Paukenschlag. Henry Onwuzurike, der Nigerianer. Henry Onwuzurike hat dann noch das 1-2 gemacht und dann hat man auch im Stadion gemerkt, dass die Leute wieder dran glauben, dass die Spieler dran glauben und dann war das einfach dieses Bölle-Spirit. Ja, aber das war, habe ich auch noch ein Zampe-Gut im Ohr, damaliger Co-Trainer Thomas Zampach, in der Halbzeit gesagt, Männer, ich verspreche euch eins, wenn wir das Spiel heute noch drehen, dann werden wir aufsteigen. Und ist natürlich alles perfekt gelaufen, dass wir aus der Halbzeit rauskommen. Und direkt den Anschluss kriegen. Die Fans waren da, also geile Atmosphäre. Heil. Ausgleich! Darmstadt 98 antwortet auf den Doppelpack in der ersten Halbzeit mit dem Doppelpack in der zweiten. Oliver Heil besorgt hier den Ausgleich. Ja, direkt, wir haben dann einen Anschlusstreffer gemacht, haben uns zurückgekämpft und waren dann nach dem 2-2 komplett am Drücker. Und wir wussten auch einfach, es ist unsere allerletzte Chance für diese Saison. Freistoß für Darmstadt 98. Flanke ist gut. Chance ist da, der Ball ist drin. Und es ist ausgerechnet Abdelaziz Ahanfu. Willkommen im Zollhaus, Köln-Falltor. Natürlich brauchst du immer
in solchen Spielen, so engen Spielen auch den Fußballgott an deiner Seite. Wir hatten ihn, den lieben Gott hatten wir an unserer Seite gehabt und Aziza Handruf, der ein sensationelles Tor erzielt hat, so in einer Art und Weise, das kann man auch nicht so beschreiben. Aber das Kuriose ist, in der Winterpause ist der Aziza Handruf, mit dem ich schon als Kinder haben wir schon zusammen eine Jugend zusammen gespielt. Und er ist ein ganz verrückter, positiv, fußballverrückter Typ. Und der Costa hat mich dann gefragt, was meinst du, soll man den Aziz noch dazu nehmen oder nicht? Und dann habe ich ihm gesagt, Costa, der ist so verrückt, der macht alle verrückt. Und er wird irgendeine verrückte Sache machen. Und das verrückte Ding hat er dann einfach noch irgendwie im Fallen mit dem Außenriss über die Linie gedrückt. Und das war natürlich auch noch i-Tüpfelchen zu dem Spiel, dass wir 0-2 zurückliegen. Die kriegen eine berechtigte rote Karte vor der Halbzeit und wir drehen das Spiel einfach. Und das ist einfach, wenn man da Ausschnitte von früher noch sieht, das ist einfach Gänsehaut pur. Ich weiß nur, dass wir alle auf dem Haufen gelegen haben und haben gewusst, dass wir das Spiel jetzt gewinnen, egal was. War ja auch relativ spät, wie du gesagt hast. Egal was passiert, aber ich glaube, das hätte noch 20 Minuten laufen können. Wir hätten das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben. Und jetzt ist Feierabend. Darmstadt im kollektiven Freudenrausch. Gegen so einen Gegner hier so ein Spiel hinzulegen und dieses Ding zu drehen und den sicher geglaubten Sieg den Jungs aus der Hand zu nehmen und es war einfach ein doppelter Triumph, ein Triumph auf dem Platz, aber auch ein Triumph auf den Rängen, den wir da einfach hatten. Das ist unbeschreiblich gewesen damals. Ganz klar, 16.04.2011 ist halt ins Herz gebrannt, weil sowas lieben wir. Solche 2-0 Rückstände dann nochmal in 3-2 zu drehen gegen rivalisierende Teams, das hat ja einfach ein bisschen Lilientradition und das gehört dazu, dass man solche Spiele in Erinnerung behält. Nach dem Kassel-Spiel war uns dann, glaube ich, allen klar, dass wir dieses Jahr wirklich aufsteigen können. Nach Kassel gab es dann halt so ein paar Spiele, vor allem gegen Zweitvertretungen, die auch wirklich eng waren, die umkämpft waren, aber die 98er halt wirklich alle für sich entscheiden konnten letztendlich. Die Souveränität, die wir da hatten, war unbeschreiblich und unglaublich. Wir sind einfach auswärts gefahren, haben uns angeguckt, wussten, ja, wir gewinnen, fahren wieder heim. Ne? Also das war irgendwie super spannend. Also da hat man schon gemerkt, dass wir auch vor dem Spiel schon in der Kabine waren und mit dem Gefühl rausgegangen sind, heute gewinnen wir. Und wir waren ganz einfach in so einem Flow drin. Da war auch gefühlt jeder gut drauf, egal wer da gespielt hat. Söcki, weiß ich noch, hat die Freistöße vorne reingehauen. Hinten haben wir richtig gut gestanden. Wir hatten dann ein Spiel in Frankfurt gehabt, am Bornheimer Hang gegen die zweite von der Eintracht. Das war noch ganz wichtig, wir souverän, perfekt zur Halbzeit 3-0 geführt, hätten es über die Bühne bringen können. Und dann haben wir da noch relativ fix, innerhalb von 10 Minuten nach der Halbzeit oder Viertelstunde noch 2 Tore gefangen. Und hast dann natürlich wieder gezittert, weil da war natürlich wieder unser altes Darmstadt-Glück. Wenn es drauf ankommt, versauen wir es. Das war in der Saison nicht so. Das war eine eklige Liga, weil es waren 9 zweite Mannschaftsvertretungen. Mannschaften, die sehr aggressiv spielen, sehr lauffreudig sind, die natürlich auch teilweise über sich hinauswachsen. Zumal, da wurden sie auch noch regelmäßig dann von oben verstärkt. Also dann waren halt auch nochmal 2-3 Jungs da, die eigentlich, keine Ahnung, in einem Zweitliga- oder Bundesliga-Kader waren. Ja, das war halt eine ganz enge Kiste. Ne? Wir wussten, wir dürfen in keinem Spiel federn lassen, keinen Punkt abgeben. Stuttgarter Kickers waren uns auch Woche für Woche auf den Fersen mit Dirk Schuster als Trainer. An sich haben wir viele Schlüsselspiele gehabt, aber das Wichtigste dann am Ende, als es soweit war, war dieses vorletzte Spiel gegen Worms. Also für Worms ging es auch noch um was, trotz der 2 Lizenzen, die mussten, glaube ich, weil Absteiger aus der 3. Liga dann potenziell runtergekommen wären, mussten die auch möglichst viel Abstand zu den Abstiegsplätzen irgendwie halten, also die waren noch nicht aus dem Schneider. Und die haben gut gekämpft und die hatten, glaube ich, auch in den Spielen vorher schon relativ gut gepunktet. Deswegen, das war schon so, wenn wir irgendwie scheitern, dann hier.
ein Spiel lässt natürlich keiner entgehen. Da waren wir 10, 15 Jungs und Mädels gewesen, die da zusammen hingefahren sind. Und so das Ganze drumherum auch in Worms angekommen, da war eigentlich jedes Auto, hat ein Darmstädter Kennzeichen gehabt, waren alle in blau-weiß gekleidet. Es war eine unglaubliche Vorfreude. Wir wussten vorher, dass die meisten Karten an unsere Fans gingen, dass für Worms nur ein paar Plätze reserviert waren. Also wir wussten eigentlich, dass es für uns ein Heimspiel ist. Und so war auch die Atmosphäre. Also man hat ja nur Darmstädter Fans gesehen. Es hat auch irgendwie draußen 35 Grad gehabt. Wir mussten durch ein Schwimmbad in einem Zickzack durch ein Schwimmbad, haben die da einen Zaun gebaut, damit wir in diesen Gästeblock auf der Gegengerade kommen. Und wir waren dann super früh da und es war super heiß und dieses Schwimmbad. Also es war alles eigentlich was eher für Badehose und See ausgelegt als für so ein Fußballspiel. Aber um uns rum war eigentlich die ganze Zeit so Jubel, Trubel, Heiterkeit. Alle Leute waren siegesgewiss. Das ist ja in Darmstadt auch dann immer so ein Zeichen dafür, dass es vielleicht doch nicht so rund läuft oder jetzt wir die 3-0 wegschießen, sondern es wurde natürlich richtig spannend. Etwa 5000 Zuschauer, darunter über 3000 Fans aus Darmstadt, bilden eine prächtige Kulisse beim Regionalligaspiel zwischen Wormatia Worms und dem SV Darmstadt 98. Auf der Gegenseite eine imposante Kreation. In Blau und Weiß ein Menschenmeer in den Darmstädten. Aber ich weiß auch noch, dass wir nach Worms gefahren sind und ja, wir auf jeden Fall wussten, dass es kein Spaziergang wird. Weiß gar nicht, warum die so heiß auf uns waren, aber auf jeden Fall, die wollten uns irgendwie nicht, die haben uns den Aufstieg einfach nicht gegönnt. Und dazu kam dann diese Nervosität. Und dieses Spiel, wo du gemerkt hast, irgendwie das erste Mal, da hakt so ein bisschen. Das will nicht so einfach. Ich glaube, so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, die Angst vor den eigenen Möglichkeiten. Und im Spielverlauf hat sich das auch bemerkbar gemacht. Also die erste Halbzeit war nicht gut. Die waren nicht so souverän wie zuvor. Man hat auch irgendwie ein bisschen gespürt, es ist vielleicht zu viel Druck für die Truppe. Ganz klar, ein Sieg für den SV Darmstadt 98. Der muss heute her und das gegen Wormatia Worms. Immerhin das drittbeste Regionalliga-Süd-Team der Rückrunde. Wurde auch wieder in der Kabine etwas lauter. Thomas Zampach lauter geworden, Kosta und Jaric lauter geworden. Wir Spieler waren eher ruhig, muss ich sagen, in der Halbzeit gefühlt. Da haben uns die Trainer ein bisschen zu Sau gemacht. Ich glaube, es waren 40 Grad. Der Gästeblock war voll, sogar noch in Worms Block waren Fans von uns drin. Und, sind wir rausgegangen, haben Gas gegeben. Und in der Halbzeit sind dann, glaube ich, alle noch mal so ein bisschen aufgewacht und haben halt hier wirklich noch mal Alarm gemacht. Und die sind heiß auf die dritte Liga. Die wollen natürlich nach Offenbach, auf den Biberer Berg. Die wollen nach Wiesbaden. Wormatia Worms in Rheinland-Pfalz gelegen, an der Grenze zu Hessen, will hier die 40 Kilometer entfernten Darmstädter weiter unter Druck setzen. Das ist hier ganz deutlich zu sehen. Ecke Martin Wagner. Sandro Rösner, 1:0 Worms. Ein Treffer ins Fußballherz des SV. Ja, um ehrlich zu sein, ist mir das Herz schon in die Hose gerutscht, als wir da relativ nach der Halbzeit dann das 1-0 kriegen und dann hinterherlaufen mussten. Und war halt auch ein intensives Spiel, war auch extrem heiß damals. Also das ging schon, gerade die zweite Halbzeit, da, das war dann eine absolute Willenssache. Und in der nächsten Saison sind wir vielleicht nur noch eine Klasse unter Eintracht Frankfurt. Das bewegt die Darmstädter. Und das bewegt auch ihn. Uwe Hesse. Ball nochmal drin. Uwe Hesse. Tor! Ja, wie hat er das denn gemacht? Kommt alle mit mich feiern! 1:1 SV Darmstadt 98. Die Party geht weiter. Sückler. Ball kam raus und ich wollte ihn wieder reinflanken, so auf den zweiten Pfosten, so mit dem Gedanke. Falls keiner drankommen sollte, kann er irgendwie reinfliegen oder vielleicht kommt ein Gegenspieler dran, der rutscht rein und dann ist er per leichter Bogenflanke irgendwie mit ein bisschen Glück auch reingegangen, ohne gegnerische Berührung. Und danach
ja, war wieder dieses Selbstbewusstsein da auf einmal auf dem Platz, wo du gewusst hast, du ziehst das Ding. Der Uwe Hesse mit irgendeiner Flanke-Bogenlampe. Also ich glaube, wenn er heute noch erzählt, es war ein Torschuss gewesen, dann muss ich das selbst nochmal anschauen. Aber super Tor, aber es war klar, der eine Punkt reicht nicht. Der eine Punkt bringt Stuttgart, meine ich, wieder ganz, ganz dick zurück ins Spiel. Und dann haben wir für den letzten Spieltag ein Problem. Und deswegen war klar, wir brauchen das Zweite. Und dann waren die Fans wieder da. Wir haben wieder absolut an uns geglaubt. Und dann war es, glaube ich, ja, mehr oder weniger so ein Spiel auf ein Tor, würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen. Natürlich muss man bei Kontern dann nochmal ein bisschen wachsam sein. Aber eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor. Und okay, da war der Gedanke halt natürlich absolut da, dass wir das jetzt unbedingt ziehen wollen. Noch 12 Minuten. Das war schon eine unglaubliche Anspannung hier in der Luft. Also zusätzlich zu der Hitze kam halt einfach das, so die ganze Luft, alles hier hat geflimmert. So. Haben wir natürlich hinten aufgemacht, haben alles da vorne gegeben und Worms hat gekontert. Und dann war ein Stürmer von Worms, der war frei durch gewesen. Also in meiner Erinnerung gefühlt mit 25 Meter Vorsprung. Am Ende waren es wahrscheinlich nur 5 oder 10. Und Darmstadt hält dagegen. Und wenn Sie wissen wollen, warum so viele Leute Woche für Woche in Fußballstadien gehen und sich das anschauen, auch wenn wenig Tore fallen, dann ist das ein Beispiel dafür. Aber da sind zwei Leute, unter anderem Jonas Krüter, dem hinterher mit dem letzten Willen, und Jonas Krüter, dem kurz vorm Strafraum von hinten den Ball abgegrätscht. Diese Grätsche werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das ist so dieses Sinnbild für mich dieser ganzen Saison, dieser Wille, diese Leidenschaft, dieser Einsatz, auch Meter zu machen, die man eigentlich normalerweise nicht macht. Und dann mit allem, mit der letzten Fußspitze irgendwie diesen Ball dem Stürmer vom Fuß zu kratzen. Das ist Fußball vom Allerfeinsten, auch wenn es nicht schön aussieht. Die Spieler wussten irgendwie auch Bescheid oder haben Bescheid gesagt bekommen, das weiß ich natürlich nicht. Aber die haben weiter auf Sieg gespielt und das hat hier halt auch alle beflügelt, dann nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen, nochmal lauter zu werden. Ja, wir haben uns schwer getan, da immer durchs Zentrum durchzukommen und dann sehe ich außen Henry und sehe schon, wie er draußen zum Tripling ansetzt, enge Ballführung und habe mich dann so ein bisschen im Rückraum positioniert. Der letzte Pfeil muss sitzen. Jonas Krüter. Henry Onwu zu Muike. Bärenstark. Janik Stark. Tor! 1:2. Der SV Darmstadt 98 ist im Spiel. Plötzlich brennen die Kerzen auf der Aufstiegstorte. Dann zum Jubeln abgedreht. Unfassbares Gefühl. Dann da war die ganze Gegend gerade, sage ich mal. War ja alles blau-weiß. Und ja, da die Leute gesehen, war Ekstase pur und ja, unbeschreibliches Gefühl. Ich sehe es halt einfach nur so vor mir noch, wie wirklich eine richtig krasse Explosion stattfindet und um mich herum eigentlich wirklich alle durcheinander purzeln. Ich bin, glaube ich, selber auch vom Zaun gefallen. Man wusste überhaupt nicht mehr so genau, wohin mit seinen Gefühlen und seiner Freude. Und es war einfach der Hammer. Es war einfach der Hammer. Da war spätestens uns allen klar, dass wir dieses Jahr aufsteigen, dass wir es uns im letzten Spiel zu Hause dann nicht mehr nehmen lassen. Und so sah es hier in Worms unmittelbar nach dem Abpfiff aus. Und alle sind auf die Zäune geklettert und wirklich die prägendste Szene, die werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wie hier Janik Stark mit seinem Vater dann eben auf dem Zaun zusammensitzt und feiert und ja, weiß nicht, ob da sind schon noch Tränen vor Freude geflossen, dass sein Sohn da diesen unglaublich wichtigen Treffer macht. Und dann bin ich weitergelaufen und hab eigentlich schon so gedacht, wo springt mein Vater wieder rum? Und dann hab ich gesehen, wie er oben auf dem Zaun gestanden hat. Und dann bin ich mal zum Hoch geklettert. Janik Stark hat diese Jubelbilder erst möglich gemacht. Und natürlich sehen wir die überglücklichen Darmstädter Fans. Das Tor, das sicherlich glücklich fiel, aber keinesfalls unverdient war. Bus gab es das ein oder andere Bier dann, war auf jeden Fall ein Highlight, die Rückfahrt. Und auch wie wir hier dann empfangen worden sind am Stadion, war auch nochmal was Besonderes. Da standen die Fans mit Bengalos standen hier, in Spalier. Wir sind auf den Bus geklettert, aufs Dach. Busfahrer hat gesagt, nein, wir haben gesagt, du sagst uns heute mehr gar nichts mehr, sondern wir sind oben drauf und sind wie Champions League-Sieger sind wir dann hier eingelaufen und wussten einfach, das Ding gehört jetzt einfach nur noch uns.
Dann verging eine Woche bis zum letzten Spiel gegen Memmingen. Und auch das war nochmal aufregend, weil wir kennen ja Darmstadt. Und Darmstadt hat, wie jetzt bereits mehrfach gesagt, ein Talent, auch in der letzten Minute sich nochmal die Kirschen von der Torte nehmen zu lassen. Und also ich persönlich war sehr aufgeregt gewesen in der Angst, dass wir es dann nochmal verbocken. Und ich bin davon ausgegangen, dass Stuttgarter Kickers das letzte Spiel gewinnen wird. Und wir mussten gewinnen. Also auf Unentschieden konnten wir nicht spielen. Es gibt kein Rezept, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, wir waren uns sicher, dass wir die bessere Mannschaft sind. Aber es war ein Muss davor. Weißt du, es war ein Riesendruck. Das Stadion war ausverkauft. Es war das einzige und das erste Spiel, wo mir ein bisschen mulmig war und wo einem dann alles so bewusst geworden ist, boah, wir können es schaffen, war dann auch ausverkauftes Haus. Ich glaube, damals 17.000 sind dann noch ins alte Bölle reingegangen. War natürlich auch eine Kulisse, die wir so zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten. Oder ich glaube, die wenigsten vor so einer Kulisse gespielt haben, schon gar nicht regelmäßig. Und da weiß ich noch, die Nacht war das erste Mal so ein bisschen unruhig bei mir, weil man ganz einfach ja, gemerkt hat, oh, da am nächsten Tag ist einfach was Besonderes. Kann ein richtig besonderer Tag werden. Ja, es war einfach geil aus dem Tunnel rauszulaufen und du siehst, das Stadion ist in Anführungsstrichen voll. Alle haben Lust auf Fußball, alle haben Lust auf das Spiel und in dir wusstest du irgendwie schon, du ziehst das Ding heute, egal was passiert. In Blau und Weiß, ganz Darmstadt im Fußballfieber und ganz Darmstadt will natürlich heute mit dabei sein bei der Wiedergeburt eines Traditionsvereins, denn die Lilien. Wir hatten keine Angst, wir hatten hier ein Stadion mit 17.000 Darmstädtern. Und ja, wir wollten uns das nicht mehr nehmen lassen. Wir wollten die Früchte ernten, die wir uns die ganze Saison erarbeitet haben. Und ja, wir waren so gefestigt zu dem Zeitpunkt, so ja, in dem Flow drin, dass wir wussten, wir verlieren das Spiel nicht und wir steigen auf. Maximilian Knuth, der wechseln wird nach dieser Saison für 1860 München. Aber sofort wieder die Linie dazwischen. Mit Acak. Tunay Acak. Und ich weiß auch noch, wir haben uns schwer getan, ins Spiel zu kommen. Hat auch Memming, haben 1-2 so Halbchancen gehabt, die aber Zimbo gut pariert hat. Und dann ja mit dem ersten Tor, ich meine, Olli hat das erste gemacht. Dann ist der Knoten wie geplatzt und dann war das einfach nur ja, Freude, Spielfreude. Alles, das ganze Stadion hat gebebt. Aufstieg, beim erhofften Aufstieg in die dritte Liga. Jetzt die große Chance zum 1-0. Der ist drin. Oliver Hein, 10. Saisontor. 1-0 für die Linie. Und jetzt ist hier was los. Das war so ein bisschen so der Icebreaker. Ja. Dann war eine gewisse Erleichterung da und dann kam auch diese Leichtigkeit und dann das 2-0, 3-0. Schöner Pass in die Tiefe zu Oliver Hein. Es sind 2-0 für die Linie. Aber jetzt können sie vielleicht sogar in der Nachspielzeit noch alles klar machen. Ist das ein schönes Tor zum 3-0? Oder lässt er sich zu Recht feiern? Man hat uns da gefeiert und ich glaube, da haben wir ja schon innerhalb der ersten Hälfte, haben wir, glaube ich, den Sack schon zugemacht. Und haben wir dann nicht sogar schon 3-0 geführt gehabt oder 2-0, 3-0, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so gefühlt. In der Halbzeit haben wir das Ding schon klar gemacht gehabt. Ich habe während des Spiels nicht daran gezweifelt, dass wir das Ding ziehen und dass wir dann am Ende auch aufsteigen. Und ich glaube, es ist ja auch hoch ausgegangen, das Spiel. Am Ende des Tages Olli Hein mit 3 Buden allein in dem Spiel. Ich hätte drauf wetten sollen, die machen noch einen. Ich glaube, der hätte in der Liga kommen können, wer will. Wir hätten jeden geschlagen, glaube ich. Allein von dem Selbstvertrauen her, wie wir drauf waren, was für eine Truppe wir geworden sind mit den Fans im Rücken. Ich glaube, da hätte jeder von den anderen Mannschaften auch kommen können. Und ich kann mich erinnern, die Spieler standen mir im Nacken und haben dann schon gefeiert. Und
ich wollte es erst wahrhaben, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Aber er pfeift jetzt ab! Darmstadt 98 spielt im nächsten Jahr in der dritten Liga! Glückwunsch! Feiert schön! Ja, und so ein Gefühl ist, glaube ich, einmalig im Fußball. Jeder Spieler, der am letzten Spieltag aufgestiegen ist, der, glaube ich, weiß, wovon er spricht, der in der Situation mal war. Ich weiß noch, da war gerade der Abpfiff und da stehe ich relativ allein irgendwo im Mittelfeld rum und dann sind die ersten Fans schon auf mich zugekommen und wildfremde Leute haben uns in den Arm gelegt und gefeiert und gemacht. Ja, also der Aufstieg damals in die dritte Liga war tatsächlich besonders, weil man das erste Mal als Fan wirklich das Gefühl hatte, dass jetzt hier am Böllenfalter was entstehen kann. Dritte Liga, das war ja für uns einfach damals totale Sehnsucht, weil es auf einmal deutschlandweit überall hinging. Das war Wahnsinn, dass man erwachsene Männer mit ihren kleinen Kindern an der Hand, dass sie vor einem geweint haben. Und ich habe für mich, einfach weil ich auch schon bisschen erhobenen Alters gewesen bin, dass ich wusste, dass diese Momente nicht mehr so oft kommen werden, bin ich dann einfach aufs Tor geklettert, auf die Latte und habe diesen Moment einfach nur genossen, für mich selber und habe mir dieses ganze Spektakel, diese ganze Freude, diese Ekstase aller Leute der ganzen Stadt einfach nur genossen und das waren Momente, die man sein Leben nicht mehr vergisst.